Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Zero Dawn. Letztes Mal haben wir uns Feuerpfeile gemacht und jetzt mit dem kleinen Händler geredet. Und nochmal ein bisschen herausgefunden, dass der Rust irgendwas Schlimmes gemacht haben soll, was ich eigentlich nicht glaube. Genau, weil er halt lebenslänglich verbannt wurde. Genau, also ja, mal schauen. Und der Händler handelt mit uns, weil er auch mal verbannt wurde und das Ganze ein bisschen ja, lockerer sieht oder also einfach nur dumm. Genau. Jetzt treffen wir uns mit Rust am Nordtor. Und er ist auf jeden Fall sehr besorgt. Ist ja auch verständlich. Also er hat so gemeint. Letztes Mal, das ist halt, ja, wenn wir einen Fehler machen, dann sind wir tot. Und ich muss wieder jagen. Es ist wohl schwer zu erlegen. Da ist er. Aloy, du bist hier. Jawohl. Hast du die Feuerpfeile? Hab ich. Die Explosionen und das Geschrei jenseits des Beckens. Ist das der Ärger, den du meintest? Das erfährst du früh genug. Wir warten bis zur Dunkelheit. Dunkelheit? Sowas nervt ein bisschen, dieses so, ja, was ist da los? Das erfährst du früh genug. Ja, wir haben doch jetzt Zeit. Ich werde dich nicht meiden. Was für eine Lektion ist das? Ich habe eine Stolperfalle. Ich werde dich nicht meiden. Also Rust, ich habe nachgedacht und werde dich nach der Erprobung nicht meiden. Ich mach das nicht. Ich tu nicht so, als hättest du mich nie großgezogen. Aloy, das Gesetz verbietet jeden Kontakt. Ich weiß und es ist mir egal. Ich weiß, wie pflichtbewusst du bist, Rust. Aber bisher hat das Stammesgesetz mir immer nur Dinge genommen. Und das passiert mir nicht nochmal. Aloy, ich befolge das Gesetz. Das wirst du auch. Ich wusste, du sagst das, also wir machen es so. Ich komme heimlich zu dir. Niemand wird mich sehen, also gibt's keinen Ärger. Und du wirst nicht mit mir reden, weil es gegen das Gesetz ist. Aber ich kann reden. Es ist mein Verbrechen, nicht deins. Du wirst nur zuhören. So werden wir das machen. Oh. Süß. Du hast dir wirklich Gedanken gemacht. Ich weiß. Also hör auf zu grübeln. Abgemacht? Ja. Ist es. Süß. Gut. Jetzt mal was Unwichtiges. Ich verstehe nicht. Die Explosionen sind doch außerhalb. Was können wir denn hier drin tun? Die Lektion lernst du zur rechten Zeit, Aloy. Wir warten noch ab. Ich war übrigens bei Cast und hab mir diese Stolperfalle gekauft. Ich will gar nicht wissen, was dieser Gesetzlose dafür haben wollte. Sie war nicht billig, aber das ist sie auch wert. Vielleicht. Du wirst es schon bald feststellen. Na gut. Es dauert noch, bis es dunkel wird. Ich werde mich kurz hinlegen. Gute Idee. Später ist keine Zeit mehr für Schlaf. Also rein theoretisch hätten wir genug Zeit, dass er mir erklärt, was hier los ist. Aber okay. Ruhe dich am Lagerfeuer aus. Ah, hier.
Oder? Nee, ich dachte, die hätten ihn gerade geklemmt. Aber wie ruhe ich mich jetzt aus? Achso. Oh, ist ja noch gut gegangen. Man öffnet Ausgestoßenen? Manche Verbannte waren zuvor ehrbar. So viel zum Stammesgesetz. Ich sprach mit niemandem. Jetzt müssen wir beide still sein, denn wir sind außerhalb des Beckens. Dies ist die wahre Wildnis, Aloy. Voller Gefahren, die du noch gar nicht kennst. Diese Leiche, was für eine Bestie war das? Der Stamm nennt sie Sägezähne und sie sind etwas Neues, etwas Wütendes. Seit sie vor 10 Jahren aufgetaucht sind, haben sie viele Krieger getötet. Oh ja. Oh ja. Das war ein bisschen unpassend. Oh, nur ein bisschen. Folge dem Pfad. Es ist nicht weit. Diese Hütte. Was ist damit passiert? Eine Maschine. Das war's. Was für eine Maschine macht sowas? Die Art Maschine, die du jetzt jagen wirst. Oh, verstehe. Oh. Ein Wächterkadaver. Ich hol mir die Teile. Achte auf die Umgebung. Er wurde einfach hier zurückgelassen. Stammeskrieger nicht diese Maschine. Das haben sie. Die Leichen hier sind ihr Werk. Und morgen werden sie wieder jagen. Das müssen sie nicht mehr. Die Maschine ist meine Beute. Oder dein Tod, wenn du nicht aufpasst. Ja, da hat er nicht ganz Unrecht, ne? Eine Holzhütte, zerstört. Von Sägezähnen? Wie viele waren es? Wir sind nicht für Antworten hier, Aloy. Ich will, dass du dich darum kümmerst. Das ist allein deine Entscheidung. Diese Jagd gehört dir, Aloy.
dir allein. Was auch passierte, ich greife nicht ein. Verstehst du? Du machst das allein. Darf mich nicht sehen. Ich kann mich durchs hohe Gras anschleichen. Mal sehen, wo kann ich meine Fallen aufstellen? Der ist aber schon alleine, oder? Das Ding nur in der Hand halte. Haben Sie sicher keine Angst. Ja, da ist er. Ja, da unten ist ein Schwachpunkt. Okay, alles klar. Keine Warnung. Ist entdeckt. Ohne die Fallen hätte ich sehr lange gebraucht. Nice. Warum kamen wir her? Nicht wegen Antworten. Aloy. Überleben erfordert Perfektion. Es war ein Test, wie ich mich im Kampf gegen neue Maschinen schlage. Nein. Folge mir.
Dies ist Nora-Jagdgebiet. Wir müssen sie schützen. Hättest du den Sägezahn nicht erlegt, wie viele Krieger hätte er morgen töten können? Die Lektion liegt in dieser Frage, Aloy. Seit Jahren trainierst du für die Erprobung, aber nur für dich. Als Kriegerin wirst du auch für deinen Stamm kämpfen müssen. Mein Stamm? Du sagtest, ich brauche sie nicht. Aber nicht, dass der Stamm dich nicht braucht. Es ist eine Stärke, Aloy, wenn man sich zu etwas bekennt. Wenn man einem höheren Zweck dienen will. Das ist die Lektion, um die es geht. Denk immer dran. Nach der Erprobung und wenn ich weg bin. Wir sind hier fertig. Folgt mir. Alter, die Haut. Wie die Haut hinbekommen. Es dämmert. Nice. Dies wird dein letzter Tag als Ausgestoßene sein. Nutze die Zeit und konzentriere dich auf das, was kommt. Wenn es für dich Zeit wird, nach Mutterherz zu gehen, warte ich am Wegesrand auf dich. Ich verstehe die letzte Lektion, Rost. Wirklich? Aber wenn ich für etwas einstehen soll, muss es etwas sein, an das ich glaube. Ich hoffe, du findest es. Ich hoffe es. Lass uns zurück zur Hütte gehen. Ich gehe noch nicht dorthin. Ich habe andere Pläne. Oh, und zwar? Ich warte auf dich, wenn es Zeit ist. Dann sehen wir uns in Mutterherz. Werden wir. Die Spitze des Speers. Also Stufe 4. Ah. Gut. Ich habe 2 Level. Das ist ja gut. Schlag von oben. Kritischer Treffer. Ja, das ist auch nicht ganz so geil. Andersrum, nicht ganz so scheiße, meine ich. Das wäre auch cool. Starker Schlag. Landen und kleine Maschinen und Menschen zu erledigen. Das ist schon sehr attraktiv. Ich mach mal erstmal, ja. Schlag von unten. Okay, ich muss hier hin. Okay, das ist auch geil. Ich mach den da. Weil dann kann ich auch Anführerschlag machen. Das will ich. Das will ich sofort. Gut. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Rede mit Rost. Aber ernsthaft jetzt, wie produzieren die sich fort?
Also. Nee. Ich hier hoch? Wahrscheinlich nicht, weil hier das nicht angezeigt. Ah, doch. Gut. Und jetzt? Hier runter. Hier ist niemand. Da bin ich jetzt mal auf die, Hallo Wildschwein. Da bin ich mal auf die Prüfung gespannt. An sich ist das wahrscheinlich wieder so ein Parkour-Run. Und vielleicht auch ein bisschen Bogenschießen. Bin mal sehr gespannt. Aloy. Ja, doch. Wir müssen reden. Ja. So, es ist Zeit. Bist du bereit? Ja, denke schon. Es ist lauter, als ich dachte. Du warst noch niemals so nah dran. Aus der Nähe wirkt alles größer. Bald wird alles vertraut sein. Wie zu Hause. Ich weiß nicht so recht. Suche nach Erzmutter Tirsa. Sie wird dir helfen. Ist sonst noch etwas? Ja, letzte Ratschläge. Noch eine Lektion, bevor ich gehe? Nein. Du weißt alles, was die Wildnis lehren kann. Du hast es mich gelehrt, nicht die Wildnis. Aber Bogen und Speer werden mir da drin nicht helfen. Mit Bogen und Speer wirst du finden, was du schon so lange suchst, Aloy. Antworten. Was wird mich dort drin erwarten? Die Leute dort werden feiern. Es sind mehr, als du jemals gesehen hast. Kein anderes Dorf ist wie Mutterherz. Dort ist der Sitz der Erzmütter, das Zentrum der Nora, ein Juwel des Heiligen Landes. Lass dir Zeit, irgendwann gefällt's dir. So wie mir, als ich noch zum Stamm gehörte. Bist du sicher, dass sie mich reinlassen? Wie gesagt, Aloy, das Gesetz erlaubt ausgestoßenen Kindern die Erprobung. Wer besteht, wird zum Krieger und ist kein Ausgestoßener mehr. Ich weiß schon. Aber nicht jeder folgt dem Gesetz wie du, Rost. Hab Vertrauen, Aloy. Der Stamm respektiert dein Recht. Ich bin jetzt bereit. Sehen wir uns dann bald zu Hause? Ich werde nicht da sein, Aloy. Hier. Nimm das. Als Andenken. Warum redest du, als ob wir uns nie wiedersehen? Nein. Nein! Dein Platz ist beim Stamm. Ich bleibe ein Ausgestoßener. Aber du weißt doch, es gibt eine Lösung. Ich komme heimlich zu dir. Ich breche damit das Gesetz, nicht du. Du musst ja nicht mal mit mir reden. Diese Verbindung zu mir steht dir nur im Weg. Es ist mein Wunsch, dass du beim Stamm bleibst. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Dann auf Nummer will ich das sehen. Ich werde dich finden. Ich verstehe.
Alter, wer kann hier dann auf Nimmer Wiedersehen sagen, ganz ehrlich? aber ich werde dich finden. Ich verstehe. An sich werden wir ihn finden. Aber das müssen wir ihnen ja nicht sagen. Ich verstehe. Dann danke ich dir dafür. Es wird mich an dich erinnern. An all deine Hilfe. Auch bei der Vorbereitung für diesen Tag. Danke. Schwerer als gedacht. Aber das Band hält. Die Urmutter segne dich. Und dich. Ausgerechnet heute. Ich muss mich auf die Erprobung konzentrieren. Naja, danach hat er wahrscheinlich keine Chance mehr, das zu sagen, ne? Gut, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und nächste Folge werden wir die Erprobung rocken. Macht's gut, bis dann. Bye, bye.